Kommen wir nun zum Wassersparen. Wir merken alle, nachdem wir jetzt mehr zu Hause sind, dass wir auch mehr Wasser brauchen. Hier die klassischen Tipps. Duschen statt Baden, nicht Genussduschen, also nicht 20 Minuten unter der laufenden Dusche stehen. Beim Zähneputzen das Wasser ausschalten. Man sollte auch darauf achten, dass man die Spartaste bei der Toilettenspülung benutzt und Wasserspararmaturen bei der Dusche und auch bei den Wasserhähnen einbaut. Ja, Geschirrspüler und Waschmaschine laufen in Eco-Programmen nicht nur energiesparend, sondern sparen auch Wasser. Also hier auf das Eco-Programm achten. Außerdem haben wir jetzt Zeit, dass wir tropfende Wasserhähne, laufende Duschschläuche und laufende Toilettenspülungen jetzt reparieren. Das summiert sich über das Jahr und kann natürlich Wasser sparen, wenn wir das jetzt reparieren.